Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde und Freundinnen da draußen. Herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Soul Silver. Wie immer bedanke ich mich fleißig fürs Reinschalten in diese Folge und auch fürs kräftige Bewerten der letzten Folge. Freut mich immer sehr, wie immer und am Anfang eines jeden Parts bitte mein Aufruf dazu, den Daumen in der allernördlichen Richtung hier dazulassen, die Kommentarsektion wieder mit euren schönen Worten voll zu spammen und natürlich den Kanal zu abonnieren, sowie die Glocke zu aktivieren, falls ihr dies noch nicht getan habt. Und auf Instagram könnt ihr auch mal vorbeischauen, da gibt es jede Menge coolen anderen Stuff. So, wir befinden uns jetzt, nachdem ich die Seeschauminseln ja komplett durchgezogen habe und auch die Route auf dem Wasser alles noch komplett beseitigt habe, beziehungsweise die Gegner dort besiegt habe, befinden wir uns hier zurück auf den Zinnoberinseln und dort können wir ja jetzt, denke ich, jedenfalls mit Blau sprechen, beziehungsweise mit Gary, wenn man ihn mit dem Anime vergleicht. Und da sollte ja jetzt irgendwas passieren, nehme ich an. Hör mal, wenn du es ernst meinst und du echt gegen mich kämpfen willst, dann komm in die Arena von Vertania City. Ah, also ist er doch der Arenaleiter von Vertania City. Okay, ich gehe schon mal vor und warte dort auf dich. Ah, okay. Das ist interessant zu erfahren. Ich habe übrigens zwischen den Folgen die Pokémon trainiert. Sowohl die hier im Team, als auch die alle auf dem PC. Wir sind alle ab Stufe 60 jetzt und ich denke, das passt ganz gut, nehme ich an. So, wir gehen jetzt einmal schnurstracks nach Vertania City, fliegen dort auch direkt einmal hin und dann bin ich mal sehr, sehr gespannt, wie es da so ausschaut und ob wir da ohne Probleme diese Arena schaffen werden. Ich habe da nämlich noch so ein bisschen Angst vor. Kann ich übrigens hier im Shop, kann ich hier ganz normal Top-Trank und so jetzt auch kaufen? Ja, kann ich, okay. Dann nehme ich mal noch 10 Top-Tränke mit. Sicher ist sicher. Top-Genesung und so habe ich ja alles noch. Das ist ja kein Thema. So, okay, gut. Dann würde ich vorschlagen, ich habe keinerlei Ahnung, was für Pokémon er hat, beziehungsweise mit welchem Pokémon er kämpft. Ich würde vorschlagen, wir gehen einfach direkt schnurstracks in die Arena und gucken mal, was hier so auf uns lauern wird. Beziehungsweise der Kollege sagt uns das ja immer. Hey du, zukünftiger Champ, hier in der Arena ist es gefährlich. Man hat nie festen Boden unter den Füßen. Du packst deine Pokémon lieber weg. Der Arenaleiter von Vertania City hat vor 3 Jahren den Champ besiegt. Das wird sicher kein Zuckerschlecken. Du gibst besser alles, was du hast. Oh. Okay. Ich möchte alle Pokémon-Kämpfe meistern, von daher los geht's. Versuch dich erst einmal an mir. Ja, ich bin gespannt, wie stark die Pokémon hier in der Arena sind. Ob ich jetzt hier... Boah, Level 53 ist schon nicht ohne, Freunde. Eieieiei. Ich gehe einfach mit Anne strikt auf den Flammenwurf. Wir sind schneller als Damioplex und sollten auf jeden Fall einiges an Schaden anrichten. Ach du Heilige. Okay, Level 53 sind die Pokémon hier schon. Das ist nicht so ohne. Aber gut, Damioplex ist schon mal dahin. Was haben wir noch so? Astrainer setzt Tauros ein. Was setzen wir denn am dümmsten gegen... Es ist also tatsächlich eine Normal-Arena, kann das sein? Weil jetzt mit Tauros, beziehungsweise auch davor schon mit Damioplex, das sind ja alles Normaltypen, oder? Und was war nochmal gegen Normal effektiv? War das Kampf? Ich kann es euch gerade gar nicht mehr so genau sagen. Was setze ich denn jetzt mal ein? Moment, ich schau mal eben. Moment. So, normal. Ich wechsle mal. Ich gehe mal raus auf den Hüdi.
Jetzt kommt Tauros. Ich gehe raus auf Hütti. Und werde jetzt einfach mal direkt schnurstracks eine Durchbruchattacke reinhauen. Das ist nämlich sehr effektiv. Tauros kann Donner. Na, Gott sei Dank ist die jetzt daneben gegangen. Hohoho, holla die Waldfee. Sonst wäre Hütti, glaub, Moos gewesen gefühlt. Das Problem an vielen Normal-Pokémon ist halt, dass die... Naja, wie soll ich sagen? Dass die halt enorm an Schaden drücken. So, jetzt muss ich mal gucken hier. Ich will alle Arena... Also alle Kämpfe gerne machen. Nur, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Wenn ich hier lang gehe, komme ich da hin, dann komme ich da wieder hin. Ich kann ja nur hier hin. Und dann hier hin. Los geht's! Next one, please! Na, schon mal so eine prächtige Arena gesehen? Tatsächlich ist die Arena ziemlich cool gemacht. Ich meine, es war ja damals auch so mit diesen Platten, die einen durch die Arena ja, leiten. Aber wie gesagt, das ist schon ziemlich cool gemacht. Lashoking ist natürlich jetzt nicht so mein Play. Dann kommt der Domi rein. Da sollte eine Surferattacke... Alter, die macht trotzdem ziemlich gut Damage, ja? Heftig. Das ist nicht zu unterschätzen. Als nächstes kommt Schlurpleck. Wieder vom Typ normal. Könnten wir wieder mit Kampf ordentlich was machen. Durchbruch. Müsste gut Damage machen, aber ich glaube Schlurpleck, der hat schon einen guten Verteidigungswert. Ausringen. Was auch immer die Attacke macht mit mir. Ich habe keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall den nächsten. Okay, Sägesang füllt ein paar EP wieder auf, für die erreicht Level 62. Das ist alles sehr, sehr gut. So, wo müssen wir als nächstes hin? Ja, toll. Gut, wir können eigentlich nur hier runter. So. Als nächstes müssten wir... hier hin. Und dann müssen wir... Wo müssen wir dann hin? Hallo? Das ist doof. Wo müssen wir denn jetzt hin? Na, eigentlich geht's ja nur so. Okay, da hätten wir das schon mal. Dann müssen wir nach oben. Ist der Finger oben? Wird man dich loben? Hat man mir mal gesagt. Und dann? Dahin? Ja, das sieht gut aus. Ich hätte gern den einen Trainerkampf hier noch mitgenommen. Komme ich da denn hin? Oder habe ich gerade einen Fehler gemacht? Na gut, dann lassen wir den einen Trainerkampf halt aus. Dann werde ich meine Pokémon alle nochmal heilen. Die jetzt zumindest was abbekommen hatten. Sprich der Domi. Und der Hütti. Und dann werde ich mal... Ja, mit wem leade ich? Mit Stella vielleicht? Oder ich bleibe mit Anne tatsächlich als Lead drin. Und werde einfach mal gucken, was jetzt hier... Ups. Was jetzt hier auf uns wartet. Oh, da sind auch noch zwei Trainer. Nein! Ja, toll. Pass auf, dass du dir vor Staunen nicht die Augen kreisen. Was? Okay. Da, 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 da. Da, 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 da. Und eine Surferattacke.
Sehr, sehr gut. Wir gehen einfach nochmal auf Surfer. Ich werde zu... Oh, ho, 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 ho. Als nächstes kommt Mogelbaum. Wir kämpfen weiter. Ich werde aber definitiv erstmal einen Trank einsetzen. Relativ. Oh, was? Mogelbaum kann eine Pflanzenattacke. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Schnell weg mit Mogelbaum. Holla, die Waldfee. Jetzt wollen sie es aber wissen, ja? So, jetzt habe ich doch faktisch ein Problem, oder nicht? Oder auch nicht? Wenn ich das so mache, okay. Und dann könnte ich jetzt direkt zu dem Doppelkampf nach oben, oder? Das werde ich jetzt auch einfach mal machen. Hey, komm. Doppelkampf, hurra! Ich komme! Mal sehen. Das ist nicht gut. Wir haben ausgerechnet eine Wasserschwäche sowohl auf beiden Pokémon. Das ist Schrott. Das ist richtig Schrott. Das ist nicht gut. Autsch, das tut weh. So, Donnerblitz auf Azumarill und nochmal eine Finsteraura auf Porygon. Porygon 2, entschuldigt bitte. Sollte aber ausreichen, oder? Jo, Gott sei Dank. Gut, wir haben alle... Oh nein, oh nein, oh nein. Okay, ich werde nochmal raus aus der Arena gehen. So. Und dann werde ich nämlich nochmal schnell meine Pokémon heilen und dann sehen wir uns gleich vorm Arenaleiter wieder. Und da stehen wir nun, vom letzten Arenaleiter hier in der Kanto-Region. Wir stehen vor Blau, dem Erzrivalen aus Pokémon Feuerrot. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, den Trainer anpacken. Los geht's! Hey, da bist du ja! Auf der Zinnoberinsel hatte ich ein bisschen Bammel, aber inzwischen habe ich extrem Lust darauf gekriegt, gegen dich zu kämpfen. Du hast also alle Arenaleiter in Johto zu Kleinholz verarbeitet, was? Haha, dann müssen das ja alles ziemliche Jammerlappen sein. Aber warten wir es mal ab. Wenn wir gegeneinander kämpfen, werde ich schon sehen, ob du was drauf hast oder nur ein Schaumschläger bist. Oh Gott, Leute, ich bin nervös. Sechs Trainer. Kokobai kommt als erstes, dann leaden wir ja mega gut mit Anne. Haha, nice, das ist schon mal ein Vorteil für mich. Flammenwurf, Anne! Brutze ihm schön ein. Das müsste ausreichen, oder? Was? 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 Okay, nochmal ein Flammenwurf. Du setzt eine Top-Genesung ein und ich nochmal einen Flammenwurf. Anne, los! Reicht einfach nicht. Das gibt's doch nicht. Okay, nochmal ein Ruckzuckhieb. Was? Er ruft Pokémon zurück. Das gibt's doch nicht. Und schickt natürlich Rizuros rein. Ja gut, das ist jetzt nicht so das Allerschönste. Aber was er kann, kann ich schon lange. Hütti, du bist dran. Los geht's. Zeig, was du drauf hast, Hütti. Oh nein, ein Erdbeben ist... Nein. Das ist ganz und gar nicht gut, Freunde. Das sieht nicht gut aus. Okay. Hütti verträgt doch mehr als gedacht. Surfer Hütti! Oh nein, Erdbeben kommt nochmal. Du musst standhaft bleiben. Warum ist Rizuros so schnell? Bitte kein Volltreffer, bitte kein Volltreffer. Oh mein Gott. Okay, die Surferattacke kommt. Lass sie bitte one-shotten, aber ich denke nicht. Rizuros ist einfach zu King. Oh mein Gott, das passt. Das... Oh, Hütti, Junge. Ein Tier. Okay, durch Seegesang füllt sich unsere KP leicht wieder auf. Das ist sehr, sehr schön. Oh, okay, als nächstes kommt wieder Kokowai. Ich wechsle das Pokémon. Gehe auf die Anne zurück. Und die Anne wird jetzt hier mit einem Ruckzuckhieb ganz schnell Kokowai rausnehmen. Okay, gut. Zwei Pokémon sind dahin. Was kommt nun? Es kommt ein Garados. Garados ist vom Typ Flugwasser. Das heißt, zweifach effektiv dagegen ist Domi. Und wenn Domi hier einen schönen Donnerblitz raushauen kann, dann sollte das schon ordentlich Damage drücken. Domi, Donnerblitz, komm schon, zeig, was du drauf hast.
Das müsste eigentlich reichen. Wir sind 14 Level über ihm. Jo, das reicht aus. Gut, gut, gut. Als nächstes kommt Machomai. Okay, wir wechseln. Stella kommt rein. Komm schon, Stella. Jetzt eine schöne Flugattacke. Mit Fliegen müssen wir jetzt auf jeden Fall versuchen, was zu machen. Es kommt eine Steinkante. Die Steinkante trifft und die macht jämmerlich Schaden gegen Stella. Na, sie hält es gerade so aus. Fliegen trifft, Fliegen kommt. Was macht Fliegen gegen ein Machomai? Level 56. Es reicht aus. Mit jede Menge Glück kommen wir ja aktuell durch. Als nächstes kommt Orkani. Ja, das Problem ist... Das Problem ist, ich müsste Hütti einsetzen. Ich setze auch Hütti ein. Ich setze Hütti ein. Und werde einen Top-Trank benutzen. Drachenpuls. Warum kann Arcani den Drachenpuls? Aber gut, soll mich nicht weiter stören. Arcani wird schnell sein, schneller als wir. Oh. Surfer kommt. Reicht Surfer schon aus. Arcani ist ein Biest. Ja, Arcani, es reicht nicht aus. Also Surfer reicht nicht aus. Wir setzen aber nochmals Surfer ein, denn es kommt eine Top-Genesung und dadurch haben wir uns jetzt einen Vorteil verschafft. Und durch Seegesang werden wir uns jetzt natürlich wieder hochheilen können. Jawohl, sehr, sehr schön. Wir setzen wieder den Surfer ein. Er wird wieder den Drachenpuls einsetzen. Alles nicht so schlimm. Sollte es jetzt hier keinen Crit oder so geben? Nein, kommt nicht. Okay, Surfer kommt wieder. Das war's mit Arcani. Okay, gut. Okay. Tauboss kommt. Das ist wieder eine Aufgabe für Domi. Und das ist sein letztes Pokémon. Wir sollten damit kein Problem haben. Hehe, wenn du jetzt unachtsam wirst, bist du Geschichte. Das denke ich nicht. Donnerblitz, los Domi! In der Hoffnung, dass ein Donnerblitz reicht. Wir sind 6 Level drüber. Jawohl! Und damit holen wir uns den 8. Orden. Und damit haben wir alle 8 Kanto-Orden erkämpft. So also kämpft der beste Trainer der Johto-Region. Jawohl. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur gegen jemanden wie dich verlieren? Aber damit muss ich mich abfinden. Hier, das hast du dir verdient. Das ist der Erdorden. Warum eigentlich Erdorden? Er hat überhaupt keine Erdorden. Pokémon so wirklich eingesetzt. Aber okay. Mit diesem Orden kannst du nun auch die Attacke Kraxler einsetzen. Und als ob das noch nicht genug wäre, hier ist noch etwas für dich. TM 92 erhalten. Darin ist Bizarro-Raum enthalten. Mit dieser Attacke kann über eine kurze Dauer das Pokémon mit der niedrigen Initiative zuerst angreifen. Eine bizarre Attacke, was? Der Name sagt alles. Okay. Leute. Und damit haben wir alle 8 Orden der Kanto-Region. Und jetzt ist die Frage, ich weiß, dass man hier gegen Rot kämpfen kann. Rot ist quasi der Champ. Der Champ, der Champion. Ist aber die Frage, ob ich jetzt dort gleich hin kann oder ob ich jetzt nochmal die Liga machen muss oder wie genau das jetzt ist. Ich weiß es nicht so recht. Ich bin sehr gespannt. Entweder wir sehen uns hier in der nächsten Folge wieder oder aber es wird einen Livestream wieder geben, wo wir zusammen gegen Rot antreten werden. Ich denke, darauf habt ihr Bock. Ich denke, daran habt ihr Spaß. Und deshalb wünsche ich euch jetzt erstmal einen wundervollen Tag oder Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Bleibt alle schön gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und Tschüssikowski. Ciao, ciao.